Hallo liebe Kampfkunstfreunde, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek. Wie man sehen kann, ich bin ein bisschen in den Wald gegangen mit meinen Hunden spazieren. Ich bin vor einer Stunde von Training gekommen. Ich habe hier ein privates Training gehabt in der Nähe von Wien, in Städtchen Baden. Und das war eigentlich nicht geplant, weil bis jetzt habe ich das nie gemacht. Diese Zeit, wo ich überwinter so quasi in Österreich bin, dass ich unterrichte, da trainiere ich eher alleine. Aber das hat sich so ergeben und kommen immer mehr Anfragen. Deshalb ist wahrscheinlich, werde ich, auch wenn ich über Winter da bin, hier trainieren. Sonst von Mai bis Ende Oktober, Anfang November bin ich in Serbien, weil hier in Wien kann ich nur Nahkampf unterrichten, beziehungsweise Nahkampf, ja. Du kannst auch die Waffen nicht bei sich auf der Straße tragen, ja, so wie in Texas. Deshalb ist der Nahkampf das Wichtigste. Das heißt, hier unterrichte ich den Nahkampf, Stock, Messer, waffenlos. Und mein Schüler war extrem begeistert. Er hat gesagt, er hat jahrelang trainiert in einer sehr bekannten Schule oder Verein in Wien, was an Selbstverteidigung angeht. Und er hat gesagt, das war alles verschwendete Zeit, weil ich habe ihm dann richtig die Augen aufgemacht. Ich habe so gut wie nie Sparring gemacht und ich habe richtig hartes Sparring mit Messer, ohne Messer, mit Stock und so weiter. Richtig explosive Sachen trainiert und er war extrem begeistert. Und dadurch, dass er auch Waffenbesitzkarte hat, will er im Sommer zu mir kommen und auch taktische Schießen erlernen mit Pistole, mit Kalaschnikow, mit Shotgun und so weiter und so fort. Das ist bei mir alles möglich und nicht irgendwo im Keller. In Schießkeller, sondern auf 5 Hektar großen Areal, ja. Schaut euch aber zum Schluss von diesem Video auch so ein kurzes, zweiminütiges Video, wo ich euch ein bisschen was von Training zeige, ja. Jetzt aber fangen wir mit dem Video an. Das heißt, es vergeht kaum ein Tag, wo wieder irgendein Unheil passiert. Irgendein Angriff, Terroranschlag, keine Ahnung, was auch immer, ja. Wann war das? Gestern? Hat mich die Frau aufmerksam gemacht, hast du das gelesen? Ich habe irgendwo als Vorschlag gesehen im Handy, in Wien sind mehrere Tatverdächtigen auf irgendeinen Typen mit Macheten losgegangen in der U6 U-Bahn-Station. Ja? Mit der fahre ich nicht, wenn ich unterwegs bin, meistens mit der U3. Aber alleine dieser Gedanke, dass du in U-Bahn sitzt und jetzt kommen da irgendwelche Typen, gezielt, das heißt, ich glaube nicht, dass das irgendein Terroranschlag war, sondern die haben gezielt, sind an irgendjemanden losgegangen und haben ihn mit Macheten und mit Schlägen traktiert, verletzt. Ich glaube, der ist auch gestorben. Jetzt habe ich mein Handy nicht dabei, kann ich nicht genau durchlesen, was genau alles passiert ist, aber ich blende diese ganzen Links und so auch ins Video, dass ihr weiß, wie und was, ja. Was soll man aber dazu sagen? Was ich so im Kopf habe, weiß ich, dass die Polizei, das war irgendwann mitten in der Nacht, dass die Polizisten, wie sie so quasi an Tatort gekommen sind, da waren schon alle weg. Einer von den Tatverdächtigen ist ein Algerier und ist irgendwo in die Donau von der Brücke gesprungen oder sowas, ja. Und da ist auch, wie ich gehört habe oder was ich gelesen habe, dass es auch zwischen Problemen zwischen irgendwelchen Banden von Tschetschenen und irgendwelchen afrikanischen Drogenkurieren oder wie auch immer, ja. Das heißt, man muss keine Angst haben, man kann ruhig in U-Bahn sitzen. Halt, wenn du im falschen Ort am falschen Platz bist, dann kann schon passieren, dass dir irgendein Irrer mit Machete irgendein Glied irgendein Glied abhackt, aber sonst alles in Ordnung. Das machen sie eh immer nur unter sich. Das heißt, brauchen wir uns, wir Bevölkerung, normale Leute halt, keine Ängste machen. Ja, die haben das, glaube ich, schon alles unter Kontrolle. In Deutschland, ich muss da noch was dazu sagen, in einem Fitnesscenter oder einem Fitnessstudio sind auch irgendwelche Typen mit Messer auf einen jungen Typen losgegangen. Irgendein John Reed Fitnessstudio in Duisburg war das. Komischerweise keine Kameras dort aufgestellt. Ich war bis jetzt noch nie in irgendeinem Gym, wo keine Kameras gab, ja. Auch jetzt, wo ich diesen Typen privat unterrichtet habe, waren überall Kameras aufgestellt. Und vor allem John Reed, glaube ich, das ist so bessere Gymkette und dann gibt es nirgendwo Kameras, um irgendetwas zu beweisen. Und da ist auch irgendein Junge gestorben. Das war angeblich auch so gezielte Attacke wie das da in Wien, ja. Aber zufälligerweise waren einige Trainierende
Falsche Zeit am falschen Ort. Ich weiß nicht, was die da, die Trainierenden, gerade machen, wenn da irgendwelche Typen jemanden mit Messer abstechen wollen. Ja? Dann sollen sie später kommen und nicht gerade da, wo sie da ihre Geschäfte erledigen. Ne? Oh, es ist, wenn das nicht so traurig wäre, Leute. Und ja, das heißt, keine Aufnahmen. Was nur bekannt ist, der Tatverdächtige, was ich so alles noch im Kopf habe, war ungefähr 180 Zentimeter groß, normale Statur, normale Figur, lange schwarze Bart und südländische, ja, Aussehen oder wie auch immer, Merkmale oder so. Das hätte ich mir gar nicht gedacht. Das ist wirklich was Neues, ja. Aber siehst auch, das kann vorkommen, Leute. Ja. Haben mir auch einige gefragt, die mir geschrieben haben, Marek, was kann man da machen? Ja, ehrlich, ja, was kannst du machen? Erwartest du das, dass du im Gym trainierst? Ich gehe jetzt hier auch nonstop trainieren. Meine Kinder, meine vier Söhne, alle gehen ins Gym. Ne? Dass da jetzt irgendein Irrer kommt und geht gezielt auf irgendeinen hin. Ich sage nicht, dass das irgendein Terroranschlag war, aber das, was er mit den anderen, mit den Jungen, die waren, glaube ich, nicht einmal 30, die anderen, die schwer Verletzten, die waren einfach im Weg oder im falschen Ort, am falschen Platz, und dann metzelt die jemand nieder. Was soll man jetzt dazu sagen? Waren die Täter traumatisiert vielleicht? Haben wir als Gesellschaft versagt? Haben wir, normale Bürger, was falsch gemacht? Ich glaube, wir müssen uns auf einige schwierige Zeiten vorbereiten. Und alle Leute, die mich noch halten für irgendeinen Verrückten und Gefährlichen, was zeigst du da für Techniken, bildest du Leute mit Waffen, mit Schusswaffen, mit Messer, du zeigst deine Entwaffnungen, ja sicher zeige ich keine Entwaffnungen, weil der Bullshit nicht funktioniert, sondern zeigst den Leuten, wie man mit Messer umgeht, wie man zusticht und so weiter. Die Leute verstehen nicht eigentlich, was alles dahinter ist. Wenn ich mit Messer unterrichte, dann zeige ich es denen, wie man sich richtig bewegt, wie man schnell eventuell aus einer Gefahrzone rausgeht. Diese Ängste bringe ich den Leuten bei, diese kontrollierte Aggression, nur so kannst du einen Angreifer platt machen, ja. Aber das verstehen viele diese Gutmenschen nicht, die schreiben da irgendwelche dummen Kommentare, die sollen aber lieber in irgendwelche Kochsendungen schauen, oder manche fangen da an, mir irgendwie wie zu belehren, warum mache ich das so und so, aber selber keine Ahnung von der Materie. Aber ist mir egal, Leute, ich unterrichte so, wie ich unterrichte, und wie mein Schüler gesagt hat, ich habe ihm die Augen aufgemacht, er fühlt sich viel, viel sicherer, alleine durch diese 5 Tage, jede 3 Stunden, diese Powertraining. Und mir ist das sehr wichtig, dass die Leute so reagieren, und die große, breite Masse ist für das, was ich in den Videos erwähne, was ich sage, und auch für meine Vorgehenweise. Weil gerade diese meine Vorgehenweise, kontrollierte Aggression und so weiter, kann dir unter Umständen dein Leben retten, weil auch das mit den Macheten hier, was wirst du da machen? Wenn das kein Terroranschlag ist, kannst du irgendwo schnell dann Waggon auf die Seite gehen, verbarrikadieren, versuchen mit deinem Rucksack oder vielleicht ist jemand mit Fahrrad unterwegs, irgendetwas in den Weg stellen. Ja? Mit der Machete, finde ich, ist auch nicht so schlimm wie zum Beispiel mit einem Messer. Außerdem sind das mehrere Messertypen. Da kannst du sowieso nichts machen, braucht man uns nicht anlügen. Aber wenn das irgendwelche Macheten sind, billige von einem Baumarkt, weil ich glaube, so ein Angreifer kauft sich nicht irgendeine 200, 300 Euro feste, teure Machete, ja, weil das, damit schaut schon wieder ganz anders aus. Ich glaube auch nicht, dass damit richtig umgehen kann. Aber auch jeder Vollpfosten, also wenn damit nicht umgehen kann, kann er trotzdem einige Menschen niedermetzeln, ja. Nur ich habe solche Machete selber mir in Costa Rica gekauft, hier die Kokosnüsse, die verbiegen sich, diese billige, und haben auch keine richtige Spitze zum Zustechen, sondern da musst du wirklich ausholen und jemanden zu verletzen, ja. Eher keine Stichwaffe, sondern Hiebwaffe. Ja? Da gerade, wo er ausholt oder wo er ausgeholt hat, und da hast du vielleicht die Möglichkeit reinzugehen, ihn halten, ihn zu Boden bringen oder irgendwo traktieren, wäre möglich, wenn einer im Spiel ist. Nicht, wenn dich 3, 4 Typen mit Macheten angreifen oder wie auch immer. Ja? Und auch in Duisburg, das waren irgendwelche Clan-Streitereien oder wie auch immer. Ja, Leute, wie man schon sagen kann, was die Menschen gewählt haben, das haben sie jetzt auch im Land. Ja? Deshalb sage ich auch, ich persönlich, ich fühle mich wahnsinnig sicher in Serbien, weil da gibt es diese ganzen Probleme nicht. Ja? Ich fühle mich da sicher, auch wenn ich draußen irgendwo auf der Terrasse sitze, und wenn ich so ein bisschen umschaue, wenn die Deutschen zu mir kommen und sagen, Marek, Wahnsinn, man fühlt sich sicher aufgehoben, man kann in der Nacht auf die Straße gehen, man sieht keine komische
komische Gruppierungen, keine komischen Leute, die böse schauen. Frauen gehen fast nackig mit Miniröcken, keiner schaut sie böse an. Das ist einfach Serbien, ja. Aber trotzdem bin ich gerne auch in Österreich, nur leider, ja, ich habe auch 4 Kinder, Frau, alle sind da und ist mir auch nicht alles egal. Deshalb, Leute, ich kann euch nur ans Herz geben, trainiert bitte fleißig, trainiert kein Bullshit, trainiert realistisch, ja. Das kann euch unter Umständen Leben retten. Diese ganze McDojos-Theoretiker, die mir da aufschreiben und so, bitte bleibt einfach von meinem Kanal fern, trainiert eure Sachen und alles ist gut und schön. Ich trainiere auch Soldaten von den Spezialeinheiten, ja, und auch die zeigen mir oft so totale Bullshit, was nur mit dem Partner funktioniert, irgendwelche Drills. Wenn ich dann mit dem Messer starte, dann wissen die nicht, wo links und rechts ist, ja. Und so soll aber auch Training sein. So kannst du realistisch auf die Straße vorbereitet sein. Leute, ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, dass sich irgendwann die Zeiten ändern. Bleibt unbedingt noch dran. Schaut euch das Video noch zum Schluss, was ich ein bisschen so reinschneide. Und man sieht sich wieder in dem nächsten Video. Danke für alle, die auch meine Kurse so loben, Online-Kurse und die Produkte und so weiter, weil diese ganzen Produkte sind super für die Verteidigung, damit kann man sich auch gut verteidigen und der Aggressor extrem wehtun. Ja. Ich wünsche euch alles Gute, Leute, ich muss jetzt wieder weiter. Ciao, ciao, euer Marek.
Guter Kämpfer.